Huckuck, da bin ich wieder zurück aus der kleinen Pause und es geht weiter mit dem Farming Simulator 22 und unserer Farm am Hafen in der Nordfriesischen Marsch und natürlich unserem schönen Großgerät hier auf unserem riesengroßen Feld. Ja, ich habe mir so für nebenbei jetzt mal eine Kleinigkeit hier zu essen gemacht, weil so langsam aber sicher treibt es halt auch mal den Hunger voran hier. Wenn man, insbesondere wenn man nicht gefrühstückt hat. Das heißt, wenn ich hier so zwischendurch mal den Mund halb voll habe, dann nicht wundern. So. Aber jetzt geht es natürlich erstmal hier an schnuckelig weiter. Was macht der hier? Ah ja, genau. Der sammelt den Strohrest weg, also restlos weg sozusagen. Der hat auch nicht mehr viel zu fahren. Der könnte entleert werden, wenn theoretisch, was macht der? Was macht er so für Sachen? Soll er nicht machen. Er fährt ja total schief. Hey, dann machen wir uns mal eben einen neuen Feldkurs hier. Komm. Machen wir einfach hier, da, zip zap, eben einen neuen Kurs basteln. Auf Feld 50. Job erstellen. Machen wir einmal nicht C-Position, mein Freund. Nicht C-Position. CP Feldarbeit, Feldposition. So, da. Und den Kursgenerator. Kein Vorgewende. Minus, boah, ja sicher. Minus 0,4 reicht voll und ganz. Und ja, dann mach mal. Nee, Mann. Automatisch. Nochmal. Ja, ist besser. Das ist besser. So nehme ich das. Dann muss ich natürlich hier noch alle Wegpunkte sicher machen, sichtbar machen. So. Und dann kann ich den hier mal normal fahren lassen, weil das ist ja hier. Der bricht ja wirklich auf jeder einzelnen Bahn bricht er ab. Und go. Hat er was, dem man hinterherfahren kann? Der wird auch essen, der wird auch endlich mal leer gemacht. Ist ja der Knaller. Ha! Den machen wir mal aus, so lange. Er fährt wieder los. Sehr schön. Der bringt weg und der ist gleich fertig. Mit seinem Part des Feldes. So, ein Stück zurück. Einmal entleeren. Irgendeiner wird sich schon bereit erklären, mal hier ranzukommen.
Keiner zu sehen. Also. Roll ist ausgefahren. So, der macht das. So, okay. Der macht da leer. Hat Punkt 2. Okay. So, wie sieht es denn mit den anderen LKW aus? Der hat Punkt 1. Der kann nicht abladen. Der muss jetzt. Der muss wegbringen. Muss der. Kommen wir, fahren wir zu, keine Ahnung, Silo 2 laden, da kannst du abladen, ne? Hau rein. Zack. Er kann schon mal sich verziehen. Hier kommt immer noch nichts. Gibt es da nur einen LKW für oder was? Er fährt nirgendwo hin, fährt er. Okay. Der fährt ab. Genau. Und wo ist der andere? Der steht da hinten. Ich den nicht im Umlauf oder was? Warte mal. Warum steht er da und macht nichts? Das gefällt mir gar nicht mal so gut. Ja, da war auch Punkt 2. Findet aber irgendwie keinen anscheinend. Na gut. Dann stelle ich den einfach mal hin. So, fertig. Und mit dem fahre ich auch dahin. Was zum Geier hat er denn da getrieben? Lass mich raten, da war irgendwas im Weg. So, dann machen wir das mal aus. Den machen wir auch erstmal aus. Da steht nämlich da ganz gut. Und hier müssen wir schauen. Wie sie schauen. Ich glaube, das sind noch
Müssten noch zwei Bahnen sein, dann ist der nämlich auch fertig. Okay, so, wo ist meine fette Sämaschine? Da ist sie. Dein Ernst? Hör mal, so doch nicht. Ja, genau so. Okay, der ist fleißig, der bringt wieder weg. Steht da noch irgendwas rum? Ne, gut. Mann, die bringen so häufig weg, das finde ich richtig gut. Da habe ich auf jeden Fall wieder eine Menge Stroh zusammen. Eine Menge Tierbettchen. Ne? Die sollen es ja schließlich kuschelig haben. So, der fährt. Sogar ganz gut. Okay. Der hat noch anderthalb. Was nicht mehr viel ist. Sehr schön. Na gut. Dann habe ich ja Zeit, dann kann ich ja den wegbringen hier.
Upsala. Sowas. Da bin ich doch auf die falsche Taste gekommen. Was natürlich auch ein Federteufelchen war. So, ach guck, mit Warnblinkanlage. Wie krieg ich denn die aus? Wie habe ich denn die angemacht? Hey, warte mal. Der Herr ist da nicht bei. Mit irgendeiner Taste mich angemacht. Auch nicht schlecht. Okay. So. Jetzt aber mal interessant. Ich könnte sowieso mal eben das Spiel speichern. Generell eine ganz gute Idee ist. Und dann mal eben ein Blick in die Fahrzeug. Wo sind sie? Fahrzeug, da. Fahrzeug, Arbeit. Fahrzeugmodus, ne, da. Streichen Fahrzeug. Entladen, kippen. Deichsel. Fahrzeug fahren, da. Hupen, Licht, Motoren aus, Hundegang rechts, Hundegang links. Abstand vergrößern, nach rechts, nach links, im Bremsen beschleunigen. Auch hier steht nichts von blinken. Richtung wechseln. Ah, da. Umschalt links plus B. Ö? Nein. Na ja. Ich weiß tatsächlich nicht. B? Linker? Nein. Linker war es nicht. Okay, lass das einfach mal dahingestellt. Hört ja nicht. Huch! Komm mal, durchgeschossen. Das ist krass, wenn man selber drin sitzt, dann denkt man immer, boah, fährt der langsam. Könnte schneller sein, aber wenn man daneben steht, ne? Es ist wie im wahren Leben. Sitzt du selbst im Auto, denkst du dir so, was haben die denn alle? Ich fahre genau, weißt du, wenn du so eine Straße fährst, so, ne, ist 30 erlaubt, fährst so 30, 31, laut Tacho, ne, natürlich nur, was dann so, ja, immer noch unter 30 ist, ne, und da fangen die alle an zu meckern, weil es eine relativ enge Straße ist und du denkst dir, warum? Ja, bis du dann mal selbst daneben stehst und ein mit 30 an dir vorbeifährt und du denkst so, oh, 30 sieht doch schon ganz schön schnell aus, wenn die Straße eng ist. Und ähnlich ist es hier. Bist du drin, fühlt sich's langsam an, stehst du draußen, uiuiuiuiui. Ne? So. Ich bin schon gefahren, der ist noch am Fahren und ja, genau, so, das nehme ich mal so, wie es ist. Er steht hier rum, gut. Stimmt, weil ich bei zwei Laden gemacht habe und nicht entladen, na, das ist klar.
Das kann er nicht. Ach komm, weg mit das. So, schön, schöner Mist. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, dann lassen wir den mal noch hier ein Momentchen auf sich wirken. Uns wirken so. Eben die restlichen drei Happen nehmen, bevor der dir kalt wird. So, dann sieht das schon mal schick aus. Er hat auch gleich fertig. Dann lass uns da vorne mal eben kurz noch ein bisschen was dran fahren sozusagen. Die Puderfläche erweitern. Der war jetzt wirklich durch hier, ne? Nachher noch einmal am Rand langfahren, aber ansonsten ist das ganz gut. Oh, jetzt den eben wegfahren. Oh, verdammt wenig Heu, wenn ich das mal so sagen darf. Verdammt wenig Heu.
ist Stroh. So, erstmal noch ein bisschen Stroh. Hoppala. Ah, guck mal, jetzt sehe ich auch was. Ich glaube, das reicht. Ist jetzt nur noch für den Futtermischer. Was? Immer noch nicht? Unfassbar. Da haben wir da 24.000 Stroh. Okay. Das ist nicht die Welt ist, aber egal. Was macht der? Was? Wo will der hin? Wo will der? Stopp. Aus. Ui. Ha. Erntehelfer aus. Wo fährt der hin? Hallo? Was war das denn jetzt? Hör mal. Hier quer was fällt. Unfassbar. Das ist ja schon wieder unfassbar. So, dann tu mal was hier. Da fährt der quer was fällt? Einfach so. Ohne irgendwas. Und keiner weiß warum. So, bringen wir noch eben schnell ein bisschen Milch weg. Wird das mit dem Milch fest? Halt mal die Milch fest. Ha! Ha! Super! Hier auf dem Met fest hieß es. Ich verstehe. Halt mal die Milch fest. Schön. Ja. Aber wenn man so überlegt, ne, was wir so früher alles gesungen haben. Teilweise als Kinder so. Dann irgendwelche Sachen nachgesungen, ohne dass du überhaupt der Sprache mächtig bist. Und ist dann irgendwas gesungen, was sich so ähnlich angehört hat. Hehehe.
Ich wünschte, einer hätte die Texte mitgeschrieben. Die wären jetzt bestimmt sehr lustig. Oh, der darf erstmal wieder füllen. Ha, ist fertig. Komme. Aus das Ganze. Überfahren. So, dann machen wir leer die Hütte hier. Wo auch immer der LKW gerade steht. Und dann weg hier mit. Na, steht da. Wo ist der andere? Jo. Hallo. Weißt du selber nicht? Da liegt im Teich oder so wahrscheinlich. Fahren wir hier weg. Also, vermisst wird ein LKW. Mich nicht wundern, wenn er irgendwo im Teich liegt. Tja, gute Frage. Ja, da kommt er. Nee, das ist was anderes. Das ist der Sammler. Oder auch Ladewagen genannt. Übrigens auch sehr interessant, ne? Also diese Minimod, sage ich jetzt einfach mal, ne? Die einfach anzeigt, wie viel Platz ist noch in dem Gerät, in das ich gerade einfülle. Das hat man gerade unten rechts gesehen. Finde ich persönlich sehr cool. Auf die Weise direkt sehen kannst, was passt denn da eigentlich noch rein? Werde ich das noch alles los? Wenn man natürlich selber die Sachen fährt, dann wird das natürlich interessanter.
So, wir heizen. Mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit Richtung Parkplatz. So, alles sauber. Wo ist denn meine Walze? Ah, guck mal. Die Walze macht jetzt auch hier oben ihre letzte Bahn. Danach setze ich die ein Stück tiefer an. Dann kann sie der Sämaschine hinterher walzen. Ne? Wie weit ist die eigentlich? Oh. Okay. Ja, die muss gleich. Die macht jetzt mal hier direkt ein Päuschen. Kannst gleich weiterfahren. So, dann machen wir mal hier so ein paar Mähdrescher aus, wenn wir schon dabei sind. Also ein bisschen was aus dem Rundlauf oder aus dem Umlauf nehmen. Komm, den nehmen wir auch mal raus. Was ist da? Den nehmen wir auch mal raus. Yep. Auch raus. Auch raus, natürlich. Mähdrescher. Mähdrescher, Mähdrescher. Da steht noch LKW mitten im Feld. Da steht da nicht ganz so gut. Den brauche ich noch. Einen von den Rubicon Hardys brauche ich noch gleich. Die DJI, die lasse ich auf jeden Fall drin. So, Drohne. Und der, was ist das? Der kann weg. So. Okay. Ja, Mann, so ist das schon besser. Etwas übersichtlicher, ne? Kann Motor ausmachen hier so lange. Von dem Weg. So, hier, mach mal. Bring mal Lager. Denn mit dem habe ich den gar nicht mehr drin. Den auch schon rausgeworfen.
je. Noch mehr, die zum Abladen fahren. So, und du stopp. Du stopp. Irgendwie habe ich meine Grafik verstellt. Kann das sein? Normalerweise gibt es auch mal so Rillen beim... Oder ist es jetzt neu, dass es das nicht mehr gibt? Na, mal gucken. Bei Gelegenheit mal anschauen. Ich glaube, ich habe da was verstellt. Ich meine, ich hatte ein bisschen rumgespielt, weil ich die, ich sag mal so, ich hatte so weiße Felder überall, die man gesehen hat. Also nicht so wie hier jetzt weiß, ne, wenn man drüber gefahren ist und Kalk draufgepackt hat, sondern auch nicht wegen Schnee, sondern alles, was jetzt etwas weiter weg war, das hatte wie so eine weiße, glatte Oberflächentextur, aber die so ein Stück oberhalb war. Das sah einfach nur komisch aus und ich musste die Map aktualisieren. Und danach war wieder gut. Ja. Da bin ich dann aber auch erst, nachdem ich 50 Mal in meiner Grafikeinstellung rumgefudelt habe, draufgekommen. Und dementsprechend ja, ist jetzt hier irgendwie anders. Nicht schlechter oder so, aber anders. Na gut. Dein Ernst? Stopp mal. Na, also wirklich. Da machen wir das einfach mal so. Der läuft, also fährt sozusagen.
Der eine fährt dem anderen entgegen. Hier ist Stau. Stau ist doof. Stau muss weg. Stau muss weg. Erstmal Stau weg. Sonst wird ja nichts mehr gesammelt. Weiß ich, was? Ist da noch andere? Ach so, da war noch. War noch aktiv, okay. Ich wunderte mich schon. So, schön eine Reihe stellen. So, jetzt. Jetzt passt er. Was macht der da? Schon interessant. Was der Pfadfinder hier macht. Unglaublich. So, der fährt schon mal wieder hin. Mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, okay. Das lässt sich aber korrigieren. Da fällt maximale Geschwindigkeit. Mal auf. 40. Na siehst du, da sieht doch schon besser aus.
So, hier drauf bleiben ist ja wohl leider keine Option, obwohl das natürlich cool wäre. Aber dann haben wir immer das Problem, dass der dann am Ende abbricht und nicht mehr weiterfährt von alleine. Zumindest häufiger, nicht immer. Leider weiß ich nicht, woran es liegt. Mal bricht er ab, der Erntehelfer, mal nicht. Dann fährt er wieder weiter. Und das ist halt der nicht der CP-Erntehelfer, das ist der normale Erntehelfer, ne, den ich da benutze. Weil der CP einfach damit nicht rückwärts fahren kann mit dem Zeug. Und das macht der andere auch nicht. Aber der fährt halt einfach nicht rückwärts. Und einen Modus nur vorwärts habe ich nicht gefunden. Bevor ich da alle 3 Minuten Knoten aus dem Konstrukt machen muss, habe ich keine Lust zu. So, bleiben wir mal so. Fährt der gerade rückwärts? Ey, gerade noch gelobt, ne? Gerade noch gelobt. Gerade noch gelobt und schon Mist gemacht. So, und dann bleiben wir halt doch hier auf diesem schnuckligen Traktor drauf. Zu gucken, was er tut. Und ich bin noch mal kurz, ne, weg. Ein paar Minütchen bin ich wieder da. Bis gleich.